herzlich willkommen zu einem neuen Halloween-Video. Wir haben heute eine Praktikantin hier bei uns am Bauernhof, am Rosenhof. Wednesday. Wednesday wird heute 24 Stunden am Bauernhof verbringen und alle Dinge machen, die man so am Bauernhof machen muss. Ich glaube, sie wird nicht begeistert sein. Was will der Esel von mir? Groß. Ich habe alle Lichterketten angemacht und die sieht man jetzt gar nicht. Die ganz schöne Halloween-Deko wird verdeckt. Vielleicht erzähle ich es einfach alleine. Oh, sieht man gleich viel mehr. Einmal bitte kurz appreciaten. Ich habe alle Lichter angemacht. Kannst wieder herkommen. Oh, ich freue mich auf das Video. Ich muss mich stylen. Tschüss. Mit Licht besser? Heute mal hier aus dem unteren Badezimmer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt schon kennt. Okay, ich habe mich doch umentschieden. Ich dachte, hier oben ist das Licht besser. Natürlich flechte ich Wednesdays typische Zöpfe. Okay, ich bin zu faul geworden, habe ich ihn gesetzt. Ich denke, sie hätte eigentlich gar keinen Bock. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass sie Pferde besonders gerne mag. Und irgendwie glaube ich auch, sie mag keinen Schmutz. Und alles das bekommt man auf einem Bauernhof. Oh, und jetzt meine Haargummi. Nur noch das richtige Outfit. Und ihr chillt hier inzwischen euer Leben, oder wie? Ich habe gehört, heute kommt eine Praktikantin, da mache ich frei. Habt ihr das Klopfen gehört? Ich glaube, Wednesday ist da. Ma, wir wissen alle, wie schlecht ich schauspielen kann und dann auch noch böse gucken. Aber ich krieg noch einen Versuch. Wie viele Versuche willst du noch? Ah. Hallo Wednesday. Okay, komm einfach rein. Ich glaube, die... Ein Versuch noch. Bitte, bitte. Hallo. Ist das der Rosenhof? Ja. Bist du die neue Praktikantin? Fehlt noch was ganz Wichtiges. Gummistiefel für Wednesday. Das sind deine Arbeitsschuhe für heute. So was ziehe ich nicht an. Bin ich die Einzige, die das gruselig findet? Könntest du die Rolle bitte ein bisschen weniger ernst spielen, sonst bekomme ich Angst. Zieh deine Gummistiefel an. Deine Schuhe von vorhin waren auch nicht gerade die saubersten. Möchtest du deine Tasche ablegen? Dann können wir loslegen mit der Arbeit. Die brauche ich. Hast du gerade noch eine ganze Staffel Wednesday geguckt oder wie machst du das so gut? Ich freue mich total, weil ich habe richtig, richtig gute News für euch. Wir haben eine neue Autogrammkartenaktion in unserem Onlineshop www.springendepfütze.com. Bei dieser Aktion bekommt ihr zum Kauf von jeder Schmetterlingsbettwäsche, das ist dieses wunderschön kuschelige Exemplar, in dem ich mich hier gerade befinde, eine von uns unterschriebene Autogrammkarte im Schmetterlingsdesign. Schaut unbedingt im Shop vorbei und wir hoffen, ihr freut euch darüber. Die Bettwäsche ist auch sehr beliebt bei Hunden. Sag mal Hallo zu unseren Zuschauern. Der Tag ist voller Aufgaben, die du heute erledigen musst, weil du heute einen Tag am Bauernhof arbeitest. Ich habe nicht so lange Zeit. Es gab einen Wetterumschwung, die Sonne ist rausgekommen. Deswegen muss Flora jetzt ihre Fliegendecke anziehen. Wer? Flora, das Pferd. Ich mag keine Pferde. Wir mögen Flora, wir holen diese Fliegendecke für sie. Hier rechts hängt sie auch schon, die beige. Das? Ja. Und hier kannst du übrigens später aufräumen. Ich liebe sie dafür. Das weiße Pferd ist Flora, du wirst sie bestimmt gleich erkennen. Flöchen! Hallo! Hallo Mäuschen! Diese Decke muss auf das Pferd. Wednesday, stell dich nicht so an. Du bist die schlechteste Praktikantin, die man sich vorstellen kann. Das Pferd haut was ab. Stopp, nicht hier lang. Also bitte, du musst es schon zumachen und alles. Ich erklär's dir. Nimm das mal, breite es aus. Das ist schmutzig. So schwarz wie deine Seele. Gefällt mir. Ja gut, du musst schon gucken, wo vorne und wo hinten ist. Der Wind macht da irgendwie nicht mit. Dir hier, das kommt über den Kopf. Flora macht es so brav. Pferd ist eingepackt und Wednesday, an deiner Arbeitsstelle müssen wir arbeiten. So kann das nicht gehen.
Könntest du nicht mal kurz lächeln, sodass man wenigstens denkt, die Arbeit am Bauernhof macht Spaß? Ich habe natürlich einen ganzen Arbeitsplan für dich erstellt. Es gibt einiges zu tun. Wir fangen mal an mit Heu machen. Ausmisten kommt später auch noch, ne? Nur, dass du dich darauf einstellen kannst. Find's toll, wenn ich heute nur die Angaben gebe. Hallo, wo bleibst du? Wie du siehst, es sieht hier nicht gerade atemberaubend aus. Du musst hier aufräumen und kehren. Bitteschön. Hier alles schön kehren, dann hier das alles aufräumen. Das könnte auch aufgeräumt werden. Und das auch. Sogar das Kehren sieht irgendwie missmutig aus. Leute, holt euch einen anderen Praktikanten. Das macht überhaupt keine gute Stimmung hier. Ich hol mal schnell noch einen Putzlappen. Der Besen reicht da meistens nicht. Jetzt schau, wie weit sie gekommen ist. Okay, das ist jetzt creepy, damit habe ich nicht gerechnet. Hier wurde auf jeden Fall ein bisschen gekehrt. Oh, du hast ja geputzt und aufgeräumt. Das kannst du dir schön behalten. Ist ja richtig creepy. Tolles Händchen. Falls ihr euch noch an unsere anderen Wednesday-Videos erinnern könnt, das ist ein Upgrade. Bisher hatte ich nur diese Holzhand von Ikea und jetzt ist es original. Geht wieder weiter. Hier aufgeräumt. Hier aufgeräumt, hier aufgeräumt. Hä? Sogar hier ist alles sauber? Ich war nur 5 Minuten weg. Wie hast du das gemacht? Okay, nächste Aufgabe für Wednesday. Das hier ist dein nächster Arbeitsort. Die Heukammer. Hier liegen schon die ganzen Heusäcke, die gestopft werden müssen. Das ist Floras Sack, da müssen 2 Kilo rein. Das ist Tirans Sack, da müssen 3 Kilo rein. Wer ist Tiran? Das andere Pferd da oben mit der blauen komischen Decke. Ich mag keine Pferde. Das hast du schon erwähnt, trotzdem arbeitest du heute hier. Mach so viele du schaffst. Wednesday, Wednesday, Wednesday. Mal sehen, wie weit sie schon ist. Brauchst du Hilfe? Okay. Wie lange war ich weg? 5 Minuten? Ich glaube, da hat jemand seine Finger im Spiel. Hilft dir Händchen heimlich? Ja, auf jeden Fall haben wir sehr viel Heu. Danke, Wednesday. Du hast dir eine Pause verdient. Sollen wir Kuchen backen? Ich mag keinen Kuchen. Jeder normale Praktikant würde sich freuen, wenn er gefragt wird, ob er Kuchen essen will. Gibt's Lakritz? Nein! Ich mag keinen Lakritz. Das haben wir hier nicht. Wednesday, das sind Billy und Zuri. Kleine Hunde. Sind sie nicht süß? Du kannst Hallo sagen. Hallo. Oh, guck mal, wie Billy sich über dich freut. Was sind denn das für Schuhe? Hausschuhe. Dachte ich mir. Das ist die Küche vom Rosenhof. Wie gefällt sie dir? Bitte. Wir backen jetzt. Hast du schon was gebacken? Ich mag es am liebsten schwarz und knusprig. Also verbrannt. Okay, dir zu dir backen wir Schokomuffins. Die sind fast schwarz. Vielleicht bist du dann glücklicher. Da unten ist eine Rührschüssel drin. Die Orange zum Beispiel. Ich hasse Orange. Ja, aber wir haben nichts anderes da. Das könnte eventuell 100 Jahre dauern, wenn wir in dem Tempo weitermachen. Was suchst du? Gib das schon wieder da rein. Man braucht kein Messer, um Muffins zu backen. Doch, zum Anschneiden. Das ist einfach nur gruselig. Leg das wieder weg. Wir brauchen das jetzt nicht. Wir suchen jetzt Mehl, Eier, Schokolade, alles, was wir für Muffins zu brauchen. Ich habe alle Zutaten vorbereitet. Wednesday, hast du schon mal was gebacken? Oder soll ich dir helfen? Wo die ganze Küche hier noch abfackelt oder so. Backe sie nicht mit Händchen alleine. Ich finde es fast ein bisschen anstrengend, so wenig zu lächeln. Besser. Wednesday! Wir können losbacken. Ja, schön. Ein Handschuh. Zum Backen. Ja, sieht man. Eine halbe Packung Vanillezucker. Vanille mag ich. Wenn die schwarz ist. Nein, das ist falsch. Gut, jetzt machen wir 70 Gramm Zucker. 95. Das ist zu viel. Wieso sind hier überall Pferde? Wednesday, das ist eine Aufgabe, die dir gefallen könnte. Du darfst Schokolade hacken. Mit dem Messer. Du sollst sie hacken und nicht essen. Diese Muffins werden nie mehr fertig. Was? Nix. Entschuldigung. Hä? Du hast das im Gesicht. Schokolade? Ja. Wo denn? Am Kinn. Ja, okay. Ich habe den Schneebesen abgeleckt. Na und? Ich auch? Nö. Ich
glaube, die Auswahl an Waffenförmchen brauche ich Wednesday gar nicht zu präsentieren. Grün gepunktet oder Blüten. Oder ist dunkelblau dabei? Vielleicht will sie die dunkelblauen Blüten, ja. Sieht fast aus wie schwarz. Grün-blau. Und Geburtstagskerzen hätte ich auch im Angebot. Mein Handschuh. Den Handschuh braucht man eigentlich nur zum Rausnehmen. Das ist aber falsch rum. So geht die Tür nicht mal gut zu. Na, Wednesday. Das ist ja nicht mehr normal. Das wird ja schnell warm. Huch. Erledigt. Die nächste Aufgabe erklärt sich von selbst, oder? Das ist ein Mistboy und so ein Greifding. Du musst den Reitplatz abäppeln. Keine Angst, du darfst reingehen. Ich habe von nichts Angst. So ein Glück. Nicht zu viel Sand wegmachen, ne? Der Sand ist teuer. Das ist widerlich. Wie kann man denn nur mit so viel Freude bei der Sache sein? Es macht mir einfach Spaß, mir zuzusehen. Das verbreitet gute Laune. Was will der Esel von mir? Das ist ein Pferd. Man muss nur unter diese ganze Kleidung gucken, dann sieht man's. Alles Eselkacke. Ich will ja nichts sagen. Wenn Händchen nicht da ist, braucht Wednesday komisch lange für alles. Fällt mir nur so auf. Jetzt verfolgt der Esel mich. Flora, komm. Dann lauf mal. Zeig mal, was du kannst. Als ob die jemals laufen würde, freiwillig. Die Muffins sind ja noch im Ofen. Oh, 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 oh. Muss man selbst machen, wenn man eine Praktikantin hat. Wednesday, hast du die Muffins rausgenommen? Oh, es sieht nicht verbrannt aus. Es sieht perfekt aus. Und wie das duftet. Tada. Ich bin erleichtert. Ich konnte die Muffins retten. Sie sind nicht verbrannt, wie Wednesday es sich wahrscheinlich gewünscht hätte. Und jetzt beginnt der schöne Teil des Tages. Wir machen es uns gemütlich. Wir ziehen Pyjamas an, essen Muffins, gehen auf die Couch. Man muss nicht nur arbeiten am Bauernhof. Und jetzt machen wir den guten Part. Wednesday, hast du ein Pyjama dabei? Ja. Wieso wundert mich das nicht, dass der schwarz ist? Hast du Lust auf Muffins, Sofa und Serien? Nein. Ist mir egal. Schau dir mal unsere tollen Muffins an. Ich dachte mir, ich muss dich ja noch benoten. Du brauchst ja noch ein Ergebnis von deiner Arbeit. Schmeckt's wenigstens. Ich finde, du hast die Arbeit gut gemacht. An der Arbeitseinstellung können wir noch arbeiten. Meine Schulnote, 2. Wie findest du das? 1. Nein, ich lasse nicht mit mir verhandeln. Auf die Gefahr hin, dass wir Schoko zwischen den Zähnen haben. Viel Schoko. Habt mal, wer vielleicht noch ein Praktikum auf dem Bauernhof machen könnte. Aber ich bin froh, dass Wednesday auch wieder geht. Tschüss. Tschüss.